Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stray. Und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, benutze ich tatsächlich neue Mikrofoneinstellungen, mit denen ihr mich tatsächlich auch viel, viel besser hören könnt. Und das freut uns, das freut mich, das freut euch bestimmt auch. Ist ein bisschen ausgewogener. Ich muss erstmal wieder ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Das hier war der Superlaser. Okay, das hier ist der Zoom. Wir können hier nicht zoomen. Ah, doch. Nur der Fokus braucht ein bisschen. Okay, dann lass uns doch mal erstmal ganz entspannt hier lang steppen. Und gucken, was sich hier befindet. Warte, war da rechts noch was? Oh, ist das hell. Das ist nicht so schön. Ich habe mich tatsächlich heller gemacht, weil das Spiel an sich wieder ein bisschen heller geworden ist. Aber das hier ist ja jetzt auch schon wieder übertrieben hell. Deswegen nicht wundern. Im Übrigen, der neue Stuhl ist da. Ich hoffe, wir haben jetzt keine Probleme mehr damit, die ganze Zeit den Stuhl hoch und runter stellen zu müssen. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen stören könnte, ist, dass das Mikrofon jetzt voll in meinem Gesicht hängt. Aber das sollte erstmal kein Problem werden. Ist das hier zu Labyrinth? Nee. Oh mein Gott, das war schlecht. Ach du meine Güte. Wunderbar, das hat doch direkt geklappt. Ja, das lässt sich sehen. Okay. Was habe ich hiervon? Da kann ich rein. Und da ist jetzt aber auch ein Secret. Hier ist gar nichts. Doch, hier ist was. Etwas zum Einsammeln. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Die Kanalisation, ja. Jetzt erinnere ich mich. Sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gruben. Wie alles andere auch wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten von Dürre zu versorgen. Die Wissenschaftler zeigten mir den Bauplan für die Wassertanks. Sie sind gigantisch und könnten ein ganzes Gebäude fassen. Interessant. Aber tatsächlich hier ein Secret rausgeholt. Ich kann hier nicht rennen, was ich ein bisschen nervig finde. Aber hier dann wieder Vollgas weg hier. Zack. Darf ich sagen, dass das Kampfsystem cool ist? Das Kampfsystem in Anführungszeichen. Ihr wisst, was ich meine. Hier scheint es weiterzugehen. Es wird wieder düster, Leute. Es tut mir leid. Wenn meine Schönheit euch blendet, dann beschwert euch darüber gerne in den Kommentaren. Ich werde es in der nächsten Folge wahrscheinlich dann wieder zurück ändern. Wie weit geht's denn hier noch? Ah, mit Rohren habe ich nicht so die Erfahrung. Das letzte Mal, als wir auf so Rohren gelaufen sind, sind wir eingestürzt in der ersten Folge. Wenn ihr euch noch erinnern könnt. Let's go. Nein, einer hat überlebt. Aber der fällt runter. Oh, das wäre smart gewesen, die hier hinter zu locken. Komm, wir probieren das mal aus. Guten Tag. Kommt mal alle mit. Oh, wir können aber sehr viele auf einmal hitten. Ja, wir können tatsächlich sehr viele auf einmal hitten. Was? Okay, aber auch er ist down. So, dann aktiviere ich jetzt mal so viele wie gehen. Wow, also krass. Abgesehen davon, dass ich gerade so davon überwältigt bin, dass ich zu wenig sage. Cool. Genau, einer überlebt das. Also, manchmal ist es ein bisschen weird. Aber das ist okay. Ihr seid weg. Komm, komm, du auch noch. Und der letzte. Hier ist noch einer. Ja, 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 das wusste ich. So, ich weiß nicht, ob ich alle killen soll oder ob ich einfach mal... Oh mein Gott. Ich... Ach du meine Güte.
Ja, wir gehen mal ganz schnell weiter, habe ich gehört. Ich muss also ganz dringend hier weg, habe ich. Also, Oh, die Musik, die ballert. Boots, boots, boots. Da sehe ich mich doch. Ja. Schön. Okay, ich würde sagen, es kratzt ein bisschen. Okay. Wir steppen weiter. Und euch ignoriere ich einfach mal. Ich höre Tausende davon. Ach du meine Güte. Hört auf, mich anzuhüpfen. Oh nee. Lauf, 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 lauf. Ich feiere das. Was sind das für Augen? Stopp, 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 stopp. Oh mein Gott. Down. Ist auch er. Okay. Euch stört das nicht. Also abgesehen davon, dass man die Augen nicht kaputt machen kann. Warum sind da irgendwelche komischen Augen? Die machen mir Angst. Im Fachjargon, im Super Mario Maker 2 Level Design, würde man das Ganze jetzt Little Timmy nennen. Das komplettes Gespamme. Nein, 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 guck mal, wir können hier ganz gediegen runtersteppen. Und kommt mal alle her hier. Da war noch einer, oder? Nein? Safe, safe? Also so safe, dass wir schon safe weiterlaufen können. Und ich mein Mikrofon erstmal nach da drüben holen muss. Ich renne da jetzt durch. Okay, okay, ich bin voll im Modus. Ihr müsstet eigentlich alle da runterfallen und sterben. Tut ihr nicht, weil ihr seid ein bisschen smart und bleibt halt stehen. Ja, hätte ich auch so gemacht. Da geht's weiter. Not so firebar, die Viecher. Aber solange ich denen hier gut ausweichen kann. Hier sind die Augen zu. Ich will gar nicht wissen, was hier schon wieder losgeht. Alles ist so weird. Ich muss nach da vorne, habe ich recht. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, schaut ihr auf jeden Fall an. Da hat uns, da hat uns Momo verlassen. War nicht so froh. Ich will da nicht rein. Safe nicht. Ja, hack mal. Ja, ja, ja. Profi-Hacker wissen, was da steht. Ich habe keine Ahnung. My question ist, wie kriege ich das auf? Ja, ich glaube, die Augen sind jetzt mittlerweile wach. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Muss ich auf beiden Seiten, ich muss auf die andere Seite noch. Oh mein Gott. Lampe darf nicht aus sein. Okay. Ganz dringend weg hier. Oh mein Gott. Und hier rüber. Hacken. Hack du. Und ich bin hier safe, habe ich. Ich bin hier ganz, ganz sicher safe. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut vor allen Dingen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie das mit den neuen Mikrofoneinstellungen ausgeht. Entweder übersteuere ich des Todes und ihr hört einfach nur. Oder ich übersteuere gar nicht und ihr hört mich diesmal ganz gut. Ich glaube, da kann ich was machen. Ja, ui. Oh, nee, nee, nee. Okay, die Augen reagieren schon mal nicht auf Miauen. Was halt
Warum gibt es Bosskämpfe? Es gibt keine Bosskämpfe. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich sag's, wie es ist. Katzen sind sehr treu. Also zumindest in dem Game hier. Ich spam den B-Knopf. Also die Drohne ist kaputt und wir müssen jetzt so lebend hier durch. Ach du meine Güte. Ey, B spam und durch. Gar nicht zurückblicken. Ich glaube, wir müssen hier... Oh mein Gott. Bitte nicht. Ich gehe hier rechts, ich gehe hier links lang. Aber es ist doch kein Bosskampf. Ich dachte, jetzt gibt es so eine Art Bosskampf. Das ist eine stupide Idee gewesen. Oh mein Gott, wie ein König bin ich ausgewichen. Den jetzt nicht. Aber den anderen, geisteskrank. Da seht ihr meine Leistung, Leute. Dafür Qualitätscontent, für den ihr abonniert haben solltet. Und ihr solltet ganz dringend weg von der Tür gehen. Sieht ein bisschen dead aus, aber lebt wieder. Ja, wunderbar. Es war dunkel. Ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Defluxer ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig sein. Das ist nicht gut. Aua. Aber hacken kannst du noch. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich habe total das Kratzen im Hals. Kann sein, dass meine Stimme etwas tiefer ist als sonst ab und zu. Vor allen Dingen, wenn ich leise rede. Das liegt daran, weil ich heute noch nicht sehr viel getrunken habe. Und ja, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Achso, der Ventilator ist aus. Okay, was bedeutet, wir können hier weiter... Ja, ich guess, wir gehen einfach mal da lang. Ja. Hier geht's nicht weiter. Aber hier auch nicht. Jemand scheint die Viecher auch nicht zu mögen. Aber hier kommen wir durch. Darf ich mal bitte den Zoom haben? Da befinden sich Menschen. Guten Tag. Ein Reisender aus der Kanalisation. Wir haben schon Ewigkeiten keine mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenweltler? Ja, genau, der bin ich. Spaltasar, der Außenweltler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Das ist aber schön, du bist Baladin. Ja, bestimmt hat bestimmt nichts mit Aladin zu tun. Das Ameisendorf. Sieht cool aus. Und ich habe hier nicht mal was zu trinken, das ist nicht gut. Diese Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat sein Gerät benutzt. Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch. Und dann war alles anders. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest. Bis eine kleine Katze auftauchte. War es? Es war... Ich war es. Ich war der Wissenschaftler.
Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. Oh mein Gott. Es ist schon wieder geisteskrank, was hier storytechnisch abgeht. Einen wunderschönen guten Hallo. Sie scheinen hier zu arbeiten. Und Sie scheinen hier, ich hätte gesagt, Schach zu spielen. Aber es sieht für mich verdächtig nach Mahjong aus. Aber irgendwie auch nicht. Ich ignoriere euch erstmal. Wir wollen ja schließlich zu dem einzig wahren Spaltasar. Wieso kann man durch die Treppenstufen fallen? Leiterstufen. Was? Was habe ich noch alles vergessen? Weiß ich nicht, aber es wäre gut, wenn du das alles wieder wüsstest. Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Weiß ich nicht. Das finden wir safe bald heraus. Jetzt lass uns erstmal Spaltasar aufsuchen. Was that his name? Spaltasar? Du bist Baltasar. Es tut mir leid, ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Dann brauchst du halt einen Moment und wir setzen uns auf die Couch. Was heißt denn, er braucht einen Moment? Oh ja, Entspannung. Komm, let's go. Bist du schon entspannt? Also ich hab gehört, dass ihr euch relativ schnell entspannt als Roboter. Das wäre super, super cool. Oh. Sass, was gibt's hier? Wow. Ja, ihm ist nicht nach Reden zumute. Was heißt denn das jetzt? Was muss ich denn tun, damit ihm wieder nach Reden zumute ist? Das wäre schon gut, wenn ich das wissen könnte, weil, die Musik erscheint ihn auch nicht zu entspannen. Wir gehen wieder. Ist das Game eigentlich so Open World, dass ich einfach gehen könnte? Also ich kann, doch, ich kann B12 rufen. Aber ihm ist wirklich nicht zu reden. Hä? Ja, ich verstehe schon. Er findet es halt nicht so nice. Aber kann ich doch auch nichts machen. Ich fände es trotzdem ganz nice, wenn du reden könntest. Ihr könnt mal ein Like da lassen. Für meine Dance-Moves hier heute. Das ist... Ja, hier gibt es. Und hier, weil hier ist so Natur und so, da entspannt er sich. Okay, wir können nur hier lang. Ah ja. Lila Pflanze nehmen. Hallo! Ich kann nicht mal was aufheben. Aber gut, wir wissen, hier ist auf jeden Fall was. Ich dachte, er entspannt sich hier vielleicht. Aber irgendwie passiert gar nichts mehr. Oh, schaukeln. Das ist die Lösung. Nein. Hier runterspringen. Lieber nicht. Sag ich, wie es ist, lieber nicht. Bist du jetzt wieder cool? Ja, ich guck mich mal um und sage euch Bescheid, wenn ich was Spannendes gefunden habe. Wenn er wieder reden will. Hier kannst du doch gut meditieren, Mann. Aber hier hinten gibt es auf jeden Fall Sachen. Ich habe aus Versehen dieses Mahjong-Spiel von denen kaputt gemacht, weil ich reingehüpft bin. Er will nicht reden. Ja, hier kann ich auch so eine Blume einsammeln. Im Übrigen grafisch, muss ich sagen,
sehr schön aussehen. Wenn man die denn auch mal anvisieren könnte. Ah ja, jetzt. Das Spiel sieht sowieso grafisch sehr schön aus. Ja, meine Frage ist, wie komme ich hoch? Aber einfach hier. Okay. Ja, und dann da hoch. Ja, okay. Ist ein sehr umständlicher Weg. Aber es geht, genau. Hier bin ich oben drauf gejumpt. Und die fanden das nicht so nice, aber talken konnte ich deswegen auch nicht mehr. Aber will er reden? Nö. Der sieht sehr glücklich aus hier oben. Ihr seid auch noch frei. Wieso redet er nicht? Hallo. Oh, ich glaube, wir müssen hier hoch. Da zeigt zumindest der Pfeil hin. Okay, das ist Balthasar. Let's go. Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendalen Dimension, Meditation, wie auch immer, stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Um das Stadtrennen zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Stronge Rede. Mega krass, was hier gerade schon wieder abgeht, storytechnisch. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschalten habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wie die Eier eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Also ich sag's euch, wenn wir aus diesem ganzen Komplex, unterirdischen Komplex rauskommen, ganz oben sind noch Menschen und er wird dann wieder zurück in seinen Körper transferiert und ist auch ein Mensch. Story Prediction, hier und jetzt. Mal gucken, ob sie sich bewahrheitet. Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Safe ins Stadtzentrum, let's go, mein Gott. Let's go. Ich will eigentlich nach oben. Ja, hier müssen wir, glaube ich, hier weiter. Die Pfeile sollen uns auch, glaube ich, zeigen, wo es lang geht, habe ich das Gefühl. Nee, wir reden mit keinem mehr. Ich will jetzt hier nach Hause. Es geht hier echt, echt weit nach oben. Krass, hätte ich nicht gedacht. Und es geht auch noch weiter. Abgesehen davon, hier sind ja echte Büsche und Bäume. Die suggerieren doch sogar schon. Hier gibt's Außenwelt. Bitte treten Sie näher. Spannendes hier. Holen Sie sich das hier und heute. Was es mit diesen Blumen oder so auf sich hat, weiß ich nicht. Ich wollte die jetzt auch nicht mehr einsammeln, weil wir wollen ja tatsächlich storytechnisch etwas weiterkommen. Das hat sich mega gelohnt gerade. Ja, dann steppen wir doch mal weiter. Hier hat's gespeichert. Das ist schön. Und wir befinden uns. Wow. Schau, das ist die U-Bahn-Station.
Ich hatte ganz vergessen, dass es eine Art von Transportmittel gibt. Man konnte damit überall in die Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie damals auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet habe. Das ist so unfassbar sad. Ich erinnere mich. Ich habe das für sie getan. Aber jetzt sind sie nicht mehr da. Es ist schon viel zu lange her. Sie wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Das ist eine Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle. Jedenfalls sind wir jetzt in der Nähe. Lass uns Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das können wir vielleicht zeigen und dann finden wir sie somit einfacher. Genau, eine U-Bahn-Station, durch die wir jetzt erstmal durchsteppen. Ich kann hier lang jumpen. Cool. Lass uns mal weiter, denn mir gibt es auch noch einen Automaten, der leer ist. Rolltreppen. Rolltreppen, 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 Rolltreppen. Ich laufe natürlich hier lang. Ich laufe da lang, weil wir müssen da runter. Wir müssen da durch. Skandalös, wie das hier schon wieder aussieht. Ja, aber sehr dreckig. Ist eine U-Bahn-Station. Guten Tag, Meister. Bevor du irgendwas sagst, könntest du mir sagen, wo ich sie hier finde? Dankeschön. Sehr höflich von Ihnen. Unsympathisch. Oh mein Gott, entspannt euch doch. Da wurde jemand ganz schön überführt. Hallo, ich bin hier tatsächlich nur auf Durchreise und möchte hier gar keinen Stress haben. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder Sie müssen ins Gefängnis. Zum Rebooten. Der Zugang in die Unterhebe ist aufgrund organischer Lebensgefährlichkeiten. Bitte die Bereitschaft. Was? Wegen organischer Lebensgefährlichkeiten. Ah ja. Das Stadtzentrum. Ja. Welches tatsächlich sehr, sehr voll ist. Aber nun gut. Wir fragen mal ihn hier. Einen wunderschönen guten Tag. Dieser Garnoffline-Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal so, wenn ich Nachrede stelle, als würde er mich nicht hören. Ich möchte dir was geben. Hallo? Stopp, stopp, stopp. Stehen bleiben. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass sie stürzen. Ich wollte mit ihnen reden. Türsteher! Guten Tag. Der Club ist geschlossen. Hau ab. Ach ja, wer bist du? Die Polizei? Alle sind auf der Suche nach ihr. Ich habe sie nicht reingelassen, wenn du das wissen willst. Okay, da drin ist sie schon mal nicht. What was that? Okay. Sass auf jeden Fall. Aber da kommen wir nicht rein. Du da, stopp! Es tut mir leid, aber er talkt nicht mit mir. Guten Tag. Der Laden ist geschlossen. Ich möchte nur wissen, ob du Clementine kennst. Was ist das für ein Bild? Oh, ich kenne sie. Sie gehört zu den Leuten, die total besessen sind von der Außenwelt. Ja, das weiß ich. Hier gibt's FIFA? Oder was steht da? Oh, in der Bar. Da kennt doch jeder immer jeden. Ja, ich mache euer Spiel kaputt. So, du gehst noch rein. Ich loch die jetzt allein. Gibt safe ein Achievement. Glaube nicht. Oder? Komm, Guys, wir testen es aus. Oh, oh ja, beide, beide. Ich will wissen, ob das ein Achievement ist. Ich kann mich an was erinnern im Steam Achievement-Dings, dass es sowas gibt. Es ist auch ein Achievement, diese ganzen Notenblätter, die wir gesammelt haben, zu der Notenspielerin zu bringen. Ist kein Achievement, schade. Aber du weißt doch sicherlich, wir suchen. Ich habe versucht, meinen Zielbot runterzuladen, um der Beste zu sein. Ein Zielbot?
Er wollte einen Aimbot, der Cheater. Er hat das Mädchen schon einmal gesehen. Sucht Informationen. Okay. Aber ich möchte wissen, wo sie ist. Ich rede mit dem Barmann. Was darf's heute sein, kleiner Herr? Unsere Welt muss dir aus einem kleinen Augen gigantisch groß bekommen. Ich wünschte, ich könnte so klein sein wie du und neue versteckte Orte auskundschaften. Aha. Sie wohnt in einer Residenz. Ja. Okay, nettes Bild. Ja. Aber wenn er sagt, kleine Orte, dann gibt's hier doch safe was. Abgesehen davon, dass hier irgendwelche Palmen sind. Oh, man kann da hoch. Da oben ist Secret. Secret Exit in Welt 3. Warte, was? irgendwie nicht. Okay, dann lass uns mal wieder raus hier. Und lass uns dann mal weiterlaufen. Was heißt weiterlaufen? Hä? Ja, hier hinten geht's noch weiter. Ich würde aber sagen, Guys, das machen wir beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge heute hier gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns dann ganz bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Leute, tschüssi.